Hello, hello, hello und nochmal hello. Heute dreht sich alles um das Wort hello. Denn ich sitze heute hier mit der lieben Johanna und mit der lieben Antje hier. Hallo. Hi. Und wir wollen ein bisschen quizzen. Ja? Wir wissen von gar nichts. Ihr wisst von gar nichts, das ist gut. Also, aber ihr habt schon mal gehört, es gibt gerade auf Netflix eine, ich glaube, vierteilige Miniserie namens Das Signal. Ja, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben oder die nicht wissen, was das ist. In dieser Serie geht es um Florian David Fitz, der ist verheiratet mit Peri Baumeister. Und sie haben beide eine kleine Tochter. Und Vater und Tochter möchten jetzt nun eines Tages die Mutter vom Flughafen abholen, die nach einer langen, längeren Reise, Geschäftsreise, keine Ahnung. Nee, nach ihrer Reise ins All. Oh, nach ihrer Reise ins All. Sagen wir es mal so. Ja, das ist, da wäre ich jetzt später drauf gekommen. Ja. Na gut. Ja. Auf jeden Fall, sie wollen sie vom Flughafen abholen. Und ja, die Maschine von ihr landet nicht. Sie ist spurlos verschwunden. Wie halt dann eben auch die Mutter, die spurlos verschwunden ist. Und Florian David Fitz möchte nicht akzeptieren, dass sie einfach so aus seinem Leben verschwindet. Und stellt Nachforschung an. Und ja, findet dann heraus, das könnte was zu tun haben mit ihrem Job als Astronautin auf der ISS. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja. Ja. Und innerhalb dieser Serie, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber innerhalb dieser Serie gibt es ein Wort. Hello. Das wird empfangen. Das ist hier ein zentrales, Ist das Signal. Das Signal. In dieser Serie, wie gesagt, ist Hello ein ganz essentieller Bestandteil. Und deswegen hat uns Netflix ein kleines Quiz geschickt. Ihr habt auch Podcast dazu aufgenommen, ne? Bei der Binge-Podcast. Ja. Und ja, hat uns ein Quiz geschickt, in dem es darum geht, mehrere Hellos zu erraten. Okay. Aus der Filmgeschichte. Na super. Und das habe ich mir gedacht, damit quäle ich euch. Ja, weil mal schon. Gegen mich will wieder keiner antreten. Ja, und naja, fangen wir leicht an. Muss ich wirklich diesen Namen sagen, liebe Regie oder liebe Mel oder der Regie? Weil wenn ich das schon sage, glaube ich, habe ich schon eigentlich fast die Lösung verraten. Sag doch sowas vorher nicht. Wie peinlich wird es dann für uns oder für mich? Ja, wir fangen einfach an. Okay. An wen adressiert René Zellweger dieses Hello? You had me at Hello. Jerry Maguire. Okay. Ist so gesehen richtig, aber ist nicht die Antwort, die hier steht. Ach, den Typ aus Jerry Maguire. Wer ist der Typ aus Jerry Maguire? Ist doch Tom Cruise, oder? Bingo. You ja. Oh, okay. Ist aber nicht nett eigentlich. Du hast voll die Vorarbeit geleistet. Aber dann, wenn wir so weitermachen, gibt es nur Gewinner. Das stimmt. Ja. Wir machen es dann ab jetzt etwas fiese und strenge. Ja, es sollte zum Reinkommen sein. Okay. So, liebe Regie, ich bin jetzt mal richtig scheiße und überlasse euch die Entscheidung, wer diesen Punkt bekommt. Und würde ansonsten die nächste Frage starten. Ja? Beide kriegen dafür einen Punkt. Yes! Entschuldigung, da ist die Punktanzeige. Wer sagt dieses Hello? Und jetzt möchte ich gern bitte sowohl den Schauspielernamen als auch den Rollennamen. Ja, genau. Ja? Noch, ja, Geburtsdatum noch. Wer sagt dieses Hello in Zoolander? Hello. Okay, ich glaube, ich wüsste, wer es war, aber ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Wir könnten zusammenarbeiten. Ja, ich hätte jetzt auch. Nein, ihr sollt jetzt nicht zusammenarbeiten. Nein, okay, wir arbeiten nicht zusammen. Okay, ihr wisst es auf Anhieb nicht. Kann ich es nochmal hören? Willst du es nochmal hören? Ja. Bitte? Hello. Es ist Hansel und gespielt von. Ach ja. Wie heißt er denn? Owen Wilson? Boing! Ja, ich hätte Hansel nicht gewusst. Also, ich hätte euch jetzt ansonsten gesagt, also die Antwortmöglichkeit genannt: Ist es Ben Stiller alias Derek? Ist es Will Ferrell als alias Mugatu? Oder ist es Owen Wilson alias Hansel? Verdammt. Gut, damit geht der Punkt an Schlogger. Ich bin so stolz. So, dann, nächste Frage. In welchem Film mit Robert De Niro fällt dieses Hello? Says hello. Das ist fies. Ich glaube, das wisst ihr nicht, oder? Nee, das kann ja alles sein. Wenn man mal ganz ehrlich ist, das können ja alles sein. Ja, deswegen gebe ich euch drei Möglichkeiten zur Antwort. Erstens, Taxi Driver. Zweitens, Hexenkessel. Drittens, Der Pate, Teil 2. Okay. Says hello. Der Pate Teil 2 habe ich gerade erst gesehen. Das er sagt es irgendwie zu beschwingt. Was jetzt peinlich wird, wenn es aus der Pate 2 ist. Ich brauche eine Antwort. Hexenkessel habe ich nicht gesehen.
Ich sag Hexenkessel. Dann sag ich Taxi Driver. Einfach. Das gibt leider keinen Punkt für beide, denn es ist wirklich der Part. Naja, gut. Das Hello. Ja, habt das gesehen kurz, ne? Ist das nicht sogar das bekannte GIF gerade? Welches? Mach nochmal. Können wir es mal sehen? Das Hello. Nicht? Nein. So, dann. Welchen Kalkin-Bruder hören wir hier? Hello? Aus Scott Pilgrim? Aber wie heißt der? Er spielt einen schwulen Mitbewohner, wo er nicht übernachtet. Kieran? Heißt er nicht so? Kieran Culkin? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt haben wir wieder beide. Ich bin natürlich wieder beide in Punkt. Okay. Ja, es ist tatsächlich Kieran Culkin in Scott Pilgrim. Ja, wir hätten noch Macaulay Culkin in Kevin Allein zu Hause oder Rory Culkin in Lords of Chaos. Ah, okay. Oh, na, für Macaulay Culkin war es zu... Nee, das war, ne? War es zu alt. Ja, zu alt. Gut, dann, in welchem Film sagt Jim Carrey so Hello? Hello! Hello! Ace Ventura, ins Becken rein. Falsch. Jetzt hast du die Möglichkeit, noch drei Antwortmöglichkeiten zu hören. Ja, dann höre ich sie mir noch an. Okay. Ich hätte was gesagt, aber mal gucken, was dabei ist. Sagt er es in Der Grinch, in Bruce Allmächtig oder Die Maske? Aber meine erste Intention war Die Maske. Aber das sage ich noch nicht. Darf ich da noch? Dann ist es, mal? Es dürfte Bruce Allmächtig sein. Und es ist die Szene, in der er da Gott trifft und einmal ruft, weil er ihn nicht sieht, oder? Leider nein. Fuck! Es ist aus Der Grinch. Natürlich. Ich glaube, das ist da, wo er in der Höhle steht. Okay. Beziehungsweise, der steht, glaube ich, irgendwo an der Höhle oder auf dem Berg und dann schreit er so. Oh, der sagt bestimmt in all diesen Filmen Hallo. Ja, ja, gut. Mit einem Hall. Gut, so. Das gibt keinen Punkt für beide. Und ich stelle die nächste Frage. In welchem Film spricht Tom Hanks diese Begrüßung aus? Hallo. Terminal? Tom Hanks in Terminator? Terminal. Ach, Terminal, Entschuldigung. Sorry, das hab ich vergessen. Ja, in Terminal. Hello. Tom Hanks in Terminal. Terminal, hm. Dann wohl nicht. Nein. Das klang gerade so ein bisschen so sehr zaghaft. Ich hätte jetzt gesagt in Forrest Gump. Boing, richtig. So, wen hören wir hier direkt nach dem Aufwachen? Hello? Hello? Es gibt ja keine Punkte zu verlieren, ne? Nee, also ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr es nicht auf Anhieb wisst, kann ich euch immer noch drei Antworten vorlesen. Das heißt, wir verlieren nur, wenn wir jetzt was rein... Zum Beispiel. Eigentlich schon. Na gut, ich habe eine Idee. Ich aber auch. Okay, aber ihr wollt sie dir antworten? Mhm. Ist es erstens Bill Murray? Hätte ich gesagt. Zweitens Harrison Ford? Drittens Ralph Fiennes? Ich hätte Joaquin Phoenix gesagt. Ich hätte Bill Murray gesagt. Dann sagst du Bill Murray? Ja. Alles klar, dein Punkt. Aber welcher ist es denn? Täglich grüßt das Murmeltier? Nee, oder Ghostbusters? Ich hätte das auch gesagt. Ich hätte jetzt auch täglich grüßt das Murmeltier gesagt. Ich würde auch sagen, dass es täglich grüßt das Murmeltier ja, ist. Ja, natürlich. Direkt nach dem Aufwachen. Ja, okay. Nach dem Babe. I got you, Babe. So, und jetzt wird's schwierig. Hello? Jetzt habt ihr eigentlich nur die Möglichkeit zu raten, deswegen. Okay. Welcher Dino wird hier begrüßt? Oh. Toll. Okay, es gibt nicht so viele. Ist das Blue aus Jurassic World? Nee, ich gebe euch die Antwortmöglichkeiten, weil ich habe hier nur die Echsenbezeichnung. Okay. Ach so. Ist es ein Velociraptor? Ist es ein Dilophosaurus? Oder ist es ein Tyrannosaurus Rex? Dann ist es A. Du sagst A? Ja. Sagst du was anderes oder sagst du auch A? Oh Gott, ich sag... Nö, das wäre langweilig, deswegen sag ich den Tyrannosaurus Rex. Du sagst den Tyrannosaurus Rex. Es ist leider der Dilophosaurus. Natürlich ist er das. Und wann und wo und warum? Oh. Ich würde auch sagen, es ist in einem der Jurassic Park Filme, aber jetzt müsstest du mich wirklich, okay. Also ich gestehe jetzt, ich habe keine Ahnung, okay. Welcher der Dilophosaurus ist. Ich habe ihn schon gesehen, aber ich wüsste ich jetzt euch nicht. Wenn ich jetzt das Video zeige, wisst ihr sofort, wer das ist. Okay, zeig. Oh. Ah.
Weißt du welche? Ja, 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 genau. Ah, shit, natürlich. Aber Dinophosaurus klingt wie so eine Kindererfindung. Dilo, Dilo. Ach, Dilo. So, also, das ist ein Mensch. Wir nennen ihn Mensch. Menschomensch. Und das ist ein Dinosaurus. Ja. Ja, aber Dilophosaurus. Meine ich ja, Dilophosaurus, ja. Entschuldigung. So, jetzt nächste Frage. Welcher Fight Club-Charakter nimmt hier das Telefon ab? Hello? Ja, ich glaube sogar die Szene zu wissen. Aber woher soll ich denn jetzt? Ja, ich hasse das. Ich hasse Namen von Figuren und nee, auch du kannst Menschen die Schauspieler einfach generell. Namen. Brad Pitt. Nein. Dann ist auch egal, warum weißt ich du es auf Anhieb? Ja, also es klang auch nicht nach Edward Norton, aber ich sag dann Edward Norton. Richtig. Okay, gut, dass ich vorher sage, um mich selbst noch schlechter darstellen zu lassen. Ja, aber es ist, also ich fand es klang wie Edward Norton. Ich, das ist das ja, Problem, doch so eine tiefe wenn man. Stimme eigentlich. Ja, wobei mittlerweile gucke ich eigentlich zu gleichen Anteilen Englisch und Deutsch, aber ich wäre eher, ich glaube, es wird mir einfacher fallen, wenn es tatsächlich die Synchro ist. Hm. Ja, aber wenn du jetzt dann einen Synchronsprecher hast, der mehrere Schauspieler spricht. Das ist natürlich wahr. Also, ich meine zum Beispiel jetzt nur Danneberg zum Beispiel, ja, der gut, hätte ja Stallone, Schwarzenegger, Terence Hill und das so weiter. Das ist richtig, aber trotzdem kannst du ja auch, wenn du jetzt einen Tom Hanks hast, hast du ja auch 1000 Filme. Aber gerade Arne Elsholz, der hat ja noch viel. Nein, ich meine jetzt, wenn du den Original Tom Hanks hörst, hast du auch 1000 Filme, in denen ja, ja. dieses Hello hätte sagen können. Das könnte auch sein, ja. So, finale Frage. Wie steht's denn? Wollt ihr Zwischenstand? Nee, komm, wir machen spannend, oder? Okay. Wir machen spannend. Ich sag mal so, Antje, jetzt könntest du noch was ausbügeln vielleicht. Oder? Glaub, nee, Schlogger, ich weiß auch nicht. Vielleicht, komm, glaub, lass uns überraschen. Führst mit einem Punkt, glaube ich. Welcher Charakter von Mike Myers ist hier zu hören? Oh, hello. Wenn ihr es nicht auf Anhieb wisst, ich habe hier drei Antworten. Ich hab ihn vor Augen. Oh, ich weiß, wie er aussieht. Ja, mach mal die Antwortmöglichkeiten. Du? Ja, wenn ich hier was rate, dann genau. kann ich ja nur verlieren. Also oder direkt auch gewinnen. Okay, ist es erstens Austin Powers? Ist es zweitens Fieser Fettsack? Oder ist es drittens Goldständer? Können wir es nochmal hören? Oh, hello. Es ist das. Oh, ich weiß nicht, welche Figur das ist. Auf jeden Fall nicht. Ich sag das zweite. Ich sag Goldständer. Dieser Fettsack, sagst du? Ja. Du sagst Goldständer? Es ist Goldständer. Klang so holländisch so ein bisschen. Hello. Hello. Können wir mal das Video sehen, ob ich wenigstens die richtige Figur im Kopf hatte? Oh, hello. Nein. Okay. Gut. Der Fettsack wäre schottisch gewesen, ne? Ja, ja. Vielleicht. Stimmt, das war der Schotte. Ja. Damit sind wir am Ende. Und ja, wie ist der finale Punktestand? Juhu! Herzlichen Glückwunsch! Das ist haushöher, als ich dachte. Der Hello-Pokal geht damit an die liebe Schlogger. Wir bedanken uns bei Netflix für das Zusammenstellen dieses Quiz und natürlich an die liebe Regie für eben das Durchführen. Vielleicht, ja, fällt euch ja noch ein berühmtes Hello ein. Das würde mich mal interessieren. Habt ihr noch weitere berühmte Hellos in der Filmgeschichte, die für euch wichtig sind, die hier in dieses Quiz hätten rein müssen? Beziehungsweise findet ihr noch andere Wörter? Das ist auch nochmal eine gute Idee. Also ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, weil man, es gibt ja so gewisse Sätze, es gibt gewisse Wörter, die hört man ja zuhauf in Filmen. Bei Fuck wird es ein bisschen schwierig, glaube ich, da einen Quiz zu machen, obwohl ich auch sagen könnte, bestimmte Fucks könnte man erraten. Ja. Und falls ihr ein Wort habt, das wir versuchen sollen zusammenzusammeln, ich bin dabei. Goodbye, zum Beispiel. Goodbye oder Good Morning oder I love you, das wäre natürlich auch nochmal so ein Ding. Gibt's eine Menge. Und ja, vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Danke vielen fürs Dank. Vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst uns wissen, welches Hello noch gefehlt hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Kino Plus. Tschüss.